Ich heiße Heidi Lüdi und ich habe hier in der Hand ein Pärchen von meinen Daunenfinken. Solche Finken sind eine grosse Erleichterung, wenn man in höheren oder kalten Gebirgen mit dem Zelt unterwegs ist, weil man immer an die Füsse friert. Und das ist super, um im Zelt zu sitzen, zum Essen, zum Schwätzen und sogar im Schlafsack. Das ist ein Spezialprodukt, nämlich mit Gore-Tex. Das heisst, die werden auch nicht nass innen. Das Rendezvous Haute Montagne, das ist eine Adressliste von Frauen, die zu Berg gehen. Die hatten dann einmal ein Treffen gehabt, 1968 in Engelberg. Das hat sogar Skandal gegeben, weil die Frauen auf dem Titlis-Gipfel ein Champagner-Buffet gefeiert haben. Das war sogar in der Zürich-Zeitung ein Artikel wert. Und seither gibt es jedes Jahr irgendwo eben ein Rendezvous von einer Woche, wo wir zusammen dort klettern. Und es hat darunter Russinnen, Japanerinnen, Amerikanerinnen. Und so ist eben das, die weltweite, sagen wir mal, Vernetzung hat so angefangen. Die Russen haben das Rendezvous informiert darüber, dass es ein Lager gäbe. Und dort habe ich mich gemeldet, völlig unbedarft. Mit der Eva zusammen, mit der Margret Münkle und mit der Arlene Blum. Und das ist wieder eine eigene Geschichte. Die Amerikaner wollten die nicht. Und sie war glücklicherweise Mitglied in dem Rendezvous und hat gedacht, ja, kann ja. Und war dann mit uns. So hat das angefangen, dass ich nachher als erste grössere Expedition eben im Pamir-Kreis bei 1974. Das war ein organisiertes Basecamp. Auf 3600 Meter, glaube ich. Aber mit dem Lastwagen hergefahren. Zelt schon aufgestellt gsi, einwandige Baumwollzelt mit Holzklötzli verschlüsse, nicht etwa einen Reissverschluss. Und mit einer grossen Küche, mit vielen Leuten, die sich ums Alltägliche gekümmert haben, in dem Basislager. Hat sogar eine Dusche gehabt. Aber nachher war man allein. Die Eva und ich waren einfach miteinander unterwegs. Und 1980 konnte ich eben dank Rendezvous mit den American Women's Himalayan Expeditions zum Daulagiri. Und das war natürlich eine grosse Unternehmung. Und natürlich hatte es dort Sherpa und viele. Und nach dem Daulagiri bin ich nachher eingeladen worden, mitzugehen mit wieder die American Women zu Amadablam. Und auch dort, das haben wir so selber organisiert. Natürlich hat man eine Trekking-Organisation dahinter, weil du musst ja Bewilligungen haben. Du musst nachher auch schauen, wie kommst du überhaupt dort her? Wie kommt dein Material dort her? Brauchst du Sherpa, die mit dir auf den Berg gehen? Oder brauchst du nur jemanden, der bis ins Basislager kommt? Jetzt bei der Amadablam ist ganz klar, es ist eine Frauenexpedition, kein Mann über Basislager. Und das war auch so. Und dort waren wir alle auf dem Gipfel. Glaube ich. Einmal ich war. Ja, weißt du, jetzt bin ich eine alte Frau, das ist nicht mehr so wichtig. Aber ich habe natürlich mit vielen Männern gestritten, die gemeint haben, Frauen hätten am Berg nichts verloren. Die sind gut, um ein bisschen singen und es lustig haben. Also meine Begleiter sind natürlich hier und da massiv kritisiert worden, wenn sie mit mir unterwegs waren, oder? Sie, nicht ich. Der Expeditionstourismus. Heute kannst du eben dir den Everest kaufen, wenn du einigermaßen fit bist. Und das sind ganz andere Verhältnisse. Hingegen zum Daulagiri, das haben wir organisiert, auch finanziell, mit Sponsoring, natürlich, von links und rechts. Die Finken, die sind sicher von jemandem gesponsert, aber es ist leider nichts angeschrieben, ich kann es nicht sagen. Nicht mehr sagen.